Tutu oder Pratatu ist einfach ein unheimlich flexibles Pferd in allen Distanzen. Ich hatte einen groben Plan, aber da muss man auch gucken, wie es läuft. Wichtig war für mich, dass ich die ersten Kurven nicht zu früh hatte, weil er unheimlich schnell dreht, dass er erstmal schön vor mir ist. Und die ersten zwei Linien habe ich, glaube ich, oder drei, habe ich ziemlich perfekt erwischt, ohne dass er jetzt von den Füßen war. Dann am Ende zu der Mauer hin habe ich einmal einen mehr gemacht, was ich aber auch so ein bisschen im Hinterkopf hatte. Und ich glaube, rundum war es, ja, super Runde. Thank you.